Man kann sagen, dass viele Darmerkrankungen erstmal nicht operiert werden. Dafür haben wir gute Partner, einen guten Gastroenterologen. Und Darmerkrankungen werden immer zusammen mit dem Gastroenterologen diskutiert. Wir schauen uns das immer gemeinsam an. Und dann wird man entscheiden, muss man operieren oder kann man es konservativ behandeln. Darmerkrankungen müssen dann operiert werden. Da muss man unterscheiden zwischen gutartigen und bösartigen Darmerkrankungen. Die gutartigen Darmerkrankungen, da fallen die ganzen entzündlichen, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen rein. Die werden dann operiert, wenn es Komplikationen gibt. Komplikationen wäre Blutung oder ein Darmdurchbruch. Das muss man dann natürlich sofort operieren. Bei den bösartigen Darmerkrankungen, die werden in aller Regel operiert. Da wird das sogenannte Tumorboard vorgeschaltet. Das ist eine Zusammenkunft von Chirurgen, Internisten, Radiologen, Onkologen, Strahlentherapeuten. Und dann wird man insbesondere beim Enddarmkrebs vorher entscheiden, muss eine Vorbehandlung vorgeschaltet werden oder wird man es gleich operieren. Und das Ganze im Nachgang nochmal, wenn der Patient operiert ist, wie schaut die weitere Behandlung aus? Heutzutage und in unserer Klinik werden in aller Regel sowohl gutartige als auch bösartige Erkrankungen des Darmes minimalinvasiv operiert. Das Ganze ausnahmsweise nur offen, im Notfall, wenn zum Beispiel ein Darmverschluss vorliegt. Aber in aller Regel wird es minimalinvasiv operiert. Das ist eine sehr schonende Technik für den Patienten. Der Patient erholt sich nach der Operation sehr viel schneller als in der offenen Chirurgie. Wir haben weniger Verwachsungen postoperativ, wir haben weniger Narbenbrüche, wir haben weniger Wundheilungsstörungen und letztendlich ist das kosmetische Ergebnis natürlich auch besser. Wir haben jetzt heutzutage auch die Möglichkeit, das Ganze roboterunterstützt zu machen. Das bietet einige Vorteile, vor allem in der Enddarmchirurgie, weil man da sehr auf die Nerven aufpassen muss, die muss man schonen und das kann mit dem Roboter noch besser als mit der konventionellen, minimalinvasiven Chirurgie realisiert werden.